beim Wort genommen. Heute mit der Geschäftsführerin der Bundessteuerberaterkammer, Diplom-Finanzwirtin Nora Schmidt-Kesseler. Moderiert vom Beiratsvorsitzenden der DWS Steuerberater Online GmbH, Professor Dr. Ulrich Sommer. Hinzurechnungen bei der Gewerbesteuer verfassungswidrig? Eckpunkte der Gewerbesteueränderungen im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2008 sind die Streichung des Betriebsausgabenabzuges der Gewerbesteuer, Absenkung der Steuermesszahl von 5% auf 3,5%, Wegfall des Staffeltarifs bei Personenunternehmen, Einschränkung des Abzugs von Schuldzinsen sowie von Finanzierungsanteilen in Mieten, Pachten, Leasingraten und Lizenzen sowie die Erhöhung des Anrechnungsfaktors auf die Einkommenssteuer von 1,8 auf 3,8. Ja, Frau Schmidt-Kesseler, eigentlich hat man ja in Fachkreisen seit langem diskutiert, die Gewerbesteuer abzuschaffen. Mit der Unternehmenssteuerreform 2008 erlebt nun aber die Gewerbesteuer eine neue Blütezeit. Mit Streichung des Betriebsausgabenabzugs der Gewerbesteuer hat sich der Gesetzgeber einen weiteren Verstoß gegen das Nettoprinzip einfallen lassen. Ich denke, darüber kann auch die Senkung der Messzahl von 5 auf 3,5% und die Erhöhung des Gewerbesteueranrechnungsfaktors auf die Einkommensteuer nicht hinwegtäuschen. Wie beurteilen Sie diese neue Situation? Ja, zunächst einige Worte zur Unternehmenssteuerreform 2008. Das Ziel des Steuergesetzgebers war es ja, die Steuersätze zu senken und dadurch die Standortattraktivität zu erhöhen, zum anderen das Steueraufkommen zu sichern. Zum einen hat der Gesetzgeber den Körperschaftssteuersatz gesenkt von 25 auf 15%, für Personenunternehmen eine Thesaurierungsbegünstigung eingebaut. Das ist ja zunächst sehr positiv zu beurteilen. Auf der anderen Seite mussten diese Maßnahmen auch finanziert werden. Und so sind vom Gesetzgeber eben Maßnahmen eingebaut worden, die für Unternehmen diese Steuersatzsenkung zum Teil kompensieren oder eben auch verschlechtern. Ich denke da an die Hinzurechnungsbesteuerung bei der Gewerbesteuer, aber auch die Zinsschranke hat hier zu Buche geschlagen. Man kann sagen, es gibt Gewinner und Verlierer der Unternehmenssteuerreform. Und diese kann man festmachen an der Gewinnsituation und der Finanzierungsstruktur. Besonders ertragsstarke Unternehmen, die nicht auf Finanzierung angewiesen sind, werden durch die Hinzurechnung nicht so sehr belastet und profitieren von der Steuersatzsenkung. Ja. Ertragsschwache Unternehmen, die auf Darlehen angewiesen sind, also auf Finanzierung, werden durch die Hinzurechnung besonders stark belastet. Das kann hingehen bis zur Substanzbesteuerung. Insofern schlägt die Wirtschaftskrise hier natürlich auch zusätzlich zu Buche und belastet diese ertragsschwachen Unternehmen ganz besonders. Wir haben auch rechtliche Bedenken. Sie haben angesprochen den Betriebsausgabenabzug bei der Gewerbesteuer, der ab 2008 nicht mehr möglich ist. Hier sehen wir in der Tat einen Verstoß gegen das Nettoprinzip, weil dieses Nettoprinzip ja besagt, dass Einnahmen, die betrieblich veranlasst sind, und Betriebsausgaben gegeneinander aufzurechnen sind. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Gewerbesteuer ist ja unstreitig eine betrieblich veranlasste Ausgabe, eine betrieblich veranlasste Steuer, aber darf jetzt nicht mehr abgezogen werden. Das lässt sich in der Tat nicht mit einer Senkung der Gewerbesteuermesszahl begründen. Steuersystematisch halten wir das für verfehlt. Ja, vielen Dank, Frau Schmidt-Kesseler. Ich denke, besonders gravierend wirken sich für die betroffenen Unternehmen die neuen Hinzurechnungsvorschriften bei der Gewerbesteuer aus, also die Hinzurechnung der Finanzierungsanteile in den Mieten, Pachten und Lizenzgebühren. Ja, das ist richtig. Nach altem Recht wurden bei der Gewerbesteuer ja nur die hälftigen Zinsen für Dauerschulden hinzugerechnet. Nach der neuen Rechtslage stellt sich das völlig neu dar. Wir haben sehr viele neue Hinzurechnungstatbestände. Es sind ja nicht jetzt nur noch die Entgelte für Dauerschulden, sondern für alle Schulden, die hinzugerechnet werden. Die Mieten, Pachten, Gebühren für Lizenzen und Gewinnanteile des stillen Gesellschafters, Renten und dauernde Lasten. All diese jetzt genannten Tatbestände führen zu einer Hinzurechnung. Typisieren die Hinzurechnung der Finanzierungsanteile. 20% der Miet- und Pachtzinsen bei beweglichen Wirtschaftsgütern, § 8 Nummer 1d Gewerbesteuergesetz.
Bisher 65% der Miet- und Pachtzinsen bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern, § 8 Nummer 1e Gewerbesteuergesetz. Durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz wird dieser Prozentsatz auf 50% herabgesetzt. 25% auf Aufwendungen bei Lizenzen, § 8 Nummer 1f Gewerbesteuergesetz. Insgesamt ist ein Freibetrag von 100.000 Euro vorgesehen, der sich auf die vollen Schuldzinsen und Finanzierungsanteile, nicht auf den Hinzurechnungsbetrag von 25% bezieht. Ich denke, auch diese neuen Regelungen werden einige Branchen besonders hart treffen. Inwieweit sehen Sie eine der Zielsetzungen der Unternehmenssteuerreform 2008, nämlich die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, gefährdet durch diese Maßnahmen? Also in der Tat sind bestimmte Branchen überproportional betroffen. Das sind Branchen, die von ihrer Struktur her eben sehr viele Mieten, Pachten zu zahlen haben. Ich denke an den Einzelhandel, der mehrere Filialen hat, an Hotelsketten, aber auch an Parkhausgesellschaften, die eben Parkhäuser in verschiedenen Städten betreiben. Diese Branchen müssen hohe Mieten bezahlen. Diese Mieten werden hinzugerechnet. Und das führt dazu, dass die Steuersatzsenkung hier oft gar nicht richtig ankommt oder sogar zu einer Substanzbesteuerung führt. Aber auch ertragsschwache, fremdfinanzierte Unternehmen, das ist jetzt völlig branchenunabhängig, leiden unter der Hinzurechnung. Insofern ist das Ziel der Unternehmenssteuerreform für diese Betriebe, die einer Substanzbesteuerung unterliegen, verfehlt. Ja, ich denke, das sind doch eigentlich gewichtige Argumente, die den Gesetzgeber veranlassen sollten, seine Regelungen doch noch mal zu überdenken. Sehen Sie da Chancen, jetzt gerade auch vielleicht bei der neuen Bundesregierung? Auf jeden Fall. Dem Gesetzgeber ist durchaus bewusst, dass es Probleme gibt, dass diese Substanzbesteuerung in vielen Fällen eintritt. Aufgrund der Wirtschaftskrise verschärft sich die Situation oder hat sich ja auch bereits verschärft. Im Wachstumsbeschleunigungsgesetz hat der Gesetzgeber auch eine Maßnahme ergriffen bei der Hinzurechnung. Und zwar wird der Hinzurechnungssatz bei Immobilien von 65% auf 50% herabgesetzt. Das ist begrüßungswert, schafft aber keine völlige Abhilfe des Problems. Das muss man sehen. Okay. Wir haben verschiedene Beispielsrechnungen durchgeführt, um mal zu schauen, wie war die Steuerbelastung vor der Unternehmenssteuerreform, wie ist sie nach der Unternehmenssteuerreform und welche Auswirkungen hat die Hinzurechnung bei der Gewerbesteuer. Wir mussten feststellen, dass in vielen Fällen eine deutlich höhere Steuerbelastung zustande kommt durch diese Hinzurechnung und teilweise es sogar zu einer Steuerbelastung von mehr als 140% kommt. Das wird sich auch nicht verbessern durch die jetzt im Wachstumsbeschleunigungsgesetz durchgesetzten Maßnahmen. Also ist durchaus Handlungsbedarf. Dieser Handlungsbedarf ist aber durch die Haushaltslage, die ja nicht besonders gut ist, eingeschränkt. Ja, das stimmt natürlich. Aber für die betroffenen Unternehmen und deren Berater bleibt es ja eine schwierige Situation. Was raten Sie denn jetzt gerade unter dem Aspekt der Steuergestaltungsberatung den betroffenen Unternehmen bzw. deren Berater? Also ich rate den Unternehmen auf jeden Fall, mit dem Steuerberater intensiv zu besprechen, was getan werden kann. Es gibt durchaus Möglichkeiten. Ich denke daran, dass beispielsweise ein Unternehmen oder eine Handelskette mit 10 Filialen den Freibetrag bei der Hinzurechnung der Gewerbesteuer, das ist ein Betrag von 100.000 Euro, nur einmal in Anspruch nehmen kann. 10 Einzelunternehmen können ihn 10-mal in Anspruch nehmen. Insofern kann mit dem Steuerberater besprochen werden, wie das Unternehmen in Zukunft strukturiert werden kann. Es gibt auch die Möglichkeit zu überlegen, ob man die Rechtsform wechselt. Das ist aber immer vom Einzelfall abhängig und ist eine beratungsintensive Sache, die immer mit dem Steuerberater intensiv besprochen werden muss. Zum anderen rate ich auch, im Auge zu behalten, wie sich die, ich sag mal, verfassungsrechtliche Einschätzung entwickelt. Es gibt Gutachten und es gibt auch erhebliche Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der Hinzurechnung. Das bezieht sich zum einen auf den Betriebsausgabenabzug, ich hatte das schon angesprochen, und den Verstoß gegen das Nettoprinzip. Zum anderen ist es so, dass es ja diese Belastungsobergrenze
gibt, die das Bundesverfassungsgericht zwar nicht beziffert hat in Ziffern, aber es hat eine sehr wichtige Aussage getroffen, die lautet, dass dem Unternehmen oder dem Unternehmer eben von seinem Gewinn noch ausreichend Substanz zur Verfügung stehen muss, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Bei einer Steuerbelastung von 140% ist das durchaus nicht mehr der Fall. Und so muss man das im Auge behalten, ob hier nicht ein Verfahren anhängig ist. Man muss prüfen, ist man selber betroffen, wie hoch ist die Steuerbelastung und dann den Fall entsprechend offen halten. Ja, Frau Schmidt-Kessler, ganz herzlichen Dank für Ihre interessanten und ich denke insbesondere auch beratungsrelevanten Ausführungen. Sie, meine Damen und Herren, möchte ich mit dem abschließenden Chart auf Produkte aus dem Hause der Steuerberater hinweisen. Vielen Dank.